Hallo Freunde! In diesen stressigen Tagen waren die Tierheime überfüllt mit ausgesetzten Tieren, darunter auch Ember, eine trauernde Katzenmutter, die all ihre Kätzchen verloren hatte. Mit gebrochenem Herzen und Augen voller unerträglicher Trauer wurde die Katze in das Tierheim gebracht, auf der Suche nach einer zweiten Chance auf Trost und Glück. Zur gleichen Zeit tauchte im Tierheim eine weitere Katze mit einer tragischen Geschichte auf, ein winziges Waisenkätzchen namens Flem, das dringend eine Mutter brauchte. Flem, der seine Mutter verloren hatte, war erschöpft und schwach. Sein Überleben hing davon ab, ob er eine fürsorgliche Katzenmutter finden würde. Die Mitarbeiter des Tierheims beschlossen, sie einander vorzustellen. Trotz ihres Verlustes bewahrte die Katze ihre mütterlichen Instinkte. Und es geschah ein Wunder. Ember und Flem spürten sofort eine Verbindung zueinander und boten sich gegenseitig die dringend benötigte Liebe und Unterstützung an. Die Katze überschüttete das Kätzchen mit Fürsorge und Zärtlichkeit, und er brachte neue Hoffnung auf Mutterschaft. Eine unmittelbare Verbindung wurde zwischen ihnen hergestellt. Die trauernde Mutter nahm sofort das winzige Kätzchen unter ihre Fittiche, pflegte es, umarmte es und erlaubte ihm, an ihrer Brust zu saugen. Sie zu trennen wäre in diesem Moment zu grausam gewesen. Das Tierheim fand für sie ein Zuhause, in dem sie zusammenleben könnten. Glücklicherweise nahm eine mitfühlende Seele sie beide auf. Vereint durch ihre Liebe, fanden Ember und Flem ihr ewiges Zuhause und begannen gemeinsam eine neue Reise. Ihre Geschichte ist ein berührendes Zeugnis für Liebe und Hingabe, die über Blutsverwandtschaft hinausgeht. Ember und Flem, zwei einsame Kreaturen, fanden Trost ineinander und schufen eine neue, unzerbrechliche Bindung.